Ich pack ich mir ein. 14 FPS, also ja unglaublich. Bei dem Game hätte ich erwartet, dass es da schon ein bisschen höher geht. Aber es ist ja schon bei Minecraft höher. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich den nicht weiter so gehen spiele. Ob ich dann nochmal das Let's Play abbreche, weil ich das ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz im Blut. Prince of Persia, das ist schon etwas länger her, muss ich zugeben. Oh, und jetzt komm! Also, ja. Ja! Das war ja sowieso schon so ein bisschen kritische Situation. Und schon wieder Game Over! Ich könnte ausrasten hier! An einer Stelle kann ich jetzt noch... Alter, jetzt... Leute... Heute ist der Tag, an dem ich es endlich schaffen werde. Endlich gibt's nicht zu gucken hier. Scheiße. Der Bogenschütze. So. Jetzt balance ich hier drüber. Ich bin Ballerina und das bring ich. Sparwitz. Jetzt komm. Oh, zu weit! Das gibt's doch nicht! Oh. Oh, zu weit mal zu kurz. So. Aber jetzt. Hallöchen! Wir sind wieder da bei Prince of Persia The Two Thrones. Ich habe einen kleinen Schnitt gemacht beim letzten Game Over. Aber jetzt müssen wir ja irgendwo wieder losmachen und. Ich lade einfach mal meinen Spielstand und dann machen wir weiter. Ich glaube, letztes Mal bin ich nie weitergekommen bei solchen verkackten Sprüngen. Mal sehen. Meine Maus. Kacke. Okay, ihr also. Müsst wissen, dass nicht die Liebe ihn trieb, sondern die Verantwortung. Er hatte ein Versprechen gegeben, das jetzt gebrochen war. Also. Trotz all seiner Fehler glaubte der Prinz, alles richten zu können. Ein edles Ziel, gewiss, aber ein ebenso selbstsüchtiges. Es war der eigene Schmerz, den er zu lindern trachtete. Okay. Also, wir sind jetzt hier, wo wir schon mal waren. Aber ich versuche jetzt so schnell wie möglich hier wieder durchzukommen. Damit das nicht allzu langweilig wird hier. Hey, ist der blöd. Hier doch. So. Weiter. Ach, falsch. Ich kenne diese Straße. Nein, ich kannte sie. Ich muss Kailina folgen, wenn ich den finden will, der hierfür verantwortlich ist. Okay, das wird überleben. Nee. Ja, es ist tot.
bisschen da weiter. Zum Glück hält er sich immer fest hier. Das ist tot. Ah. Und im Kampf habe ich es jetzt rausgekriegt, wie das ist. Mit dem Band abstoßen und dann zuschlagen. Oder lebt er? Diese Arschlöcher. Also die Kombos sind recht cool hier, aber man muss wirklich irgendwie reinstellen, das ist so scheiße. Ah, seht also hier, die Kämpfe sind ziemlich, solche Kriegskämpfe, also. Das ist noch okay, aber. Boah, ich krieg. Na, ey, es gibt sogar so eine Scheiße! Und schon wieder von neuem anfangen, das kotzt ja noch an. So ein Mist hier. Ah, es gab doch diesen Zwischenspeicher, oder? Ich verschone die Typen jetzt. Was heißt, ich verschone die? Ich kämpfe jetzt einfach nur mit denen. Wir sind jetzt sowieso interessiert durch die Flüchtung. Deswegen gehe ich jetzt. Und ich glaube, es ist sogar besser, wenn man manche nicht tötet. Bei denen jetzt wahrscheinlich sowieso egal ist. Jetzt ist das noch nicht so wichtig, aber später. Es ist manchmal sogar besser, wenn man sich durchschleicht, anstatt die Gegner gleich zu killen. Da will ich mich auch gerade so fragen, was ist besser, Prince of Persia oder Assassin's Creed? Oh, was soll das? Blöd, Mann. Schon wieder Game Over hier. Gleich am Anfang, so ist nicht ganz. Nochmal. Das liegt alles an der Steuerung. Das ist doch blöd. Und das Spiel ist auch nicht besonders schnell. Es ist ziemlich langsam manchmal. Glaube ich, ist da keine Schwerter gezogen. Die töten mich auch einfach. Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Woher sollen die wissen, wer ich bin? Die dürfen mich eigentlich gar nicht killen. Ja, das ist alles so gewollt, dass ich immer an den Rand springe, damit ich hier noch. Hier, zu weit gesprungen. Das ist doch. Klick, klick, klick. Muss ich so irgendwann mal schaffen hier. Blöder Ladebildschirm. Ah. Jetzt haben wir bestimmt wieder 5 Minuten
für den nächsten Versuch verschwendet, ja, mal weiterzukommen. Ich überlege gerade, wenn ich das nicht schaffen sollte, wo ich dann die Aufnahme beende und dann einfach wieder anschalte, wenn ich durch bin. Akrobat ist er aber. Was ist denn das? Oh, der fliegt einfach runter. Das ist doch unmöglich. Und Scheißdreck. Ich habe das Gefühl, dass das höchstens mit 30 FPS aufnimmt, obwohl ich auf 50 eingestellt habe. Oben links steht jetzt 30, 29. Jetzt geht es wieder runter. Jetzt ist es wieder auf 8. Ich frage mich, was das soll. Ich habe eigentlich auf 50 eingestellt. Ich gehe jetzt einfach mal hier so dazwischen runter. Haha. Ja, das wird ja noch spannend hier. Ich habe noch nie bei Prince of Persia aufgenommen. Und jetzt wohl es war, dann verkacke ich ihn. Ich kack's mich an. Ja, fliegen noch runter. Einer. Oh, jetzt geht durch. Schon wieder zu weit, Mann, das kotzt mich an. Muss man da irgendeine Taste drücken, damit er sich festhält oder was? Oh, ein Scheißdreck. Sohn. Steht doch eigentlich gar nicht da, dass man jetzt nicht drücken muss. Eigentlich möchte ich mich dann festhalten. Ja, der springt einfach zu weit. Was kann ich denn dafür? Oh, sorry Leute, aber ich kann nichts dafür. Einfach nur Dreck. Okay, nach drei Versuche aller guten Dinge sind drei. Wenn es dann nicht klappt, breche ich die Aufnahme ab und filme dann wieder, wenn ich durch bin. Da lang, da lang, da lang. Mit dem Fall hätte ich schon längst abgeschossen. Ja. Das ist aber jetzt verloren. Jetzt. Ja. Am besten noch an der Seite runterfliegen, das war ja klar.